Das Motorrad ist gepackt und das ganze Filmequipment ist auch mit dabei. Wir wollen in den Vogesen unter der Woche fahren und dann das im Juli, wenn es gut warm ist, damit wir vielleicht die Vogesen für uns alleine haben. Achim und Beate aus Wuppertal haben auch gepackt und fahren über kurvige Strecken im Westerwald, wie die Höhenzüge des Rheintals, überqueren den Rhein bei Bingen und fahren weiter in die Pfalz, wo wir uns treffen wollen. Achim und Beate sind bereits auf der Rheinfähre und machen dort bei Bingen ein bisschen Mittagspause. Man sieht es an den zufriedenen Gesichtern, wir sind bereits in den Nordvogesen. Und das Reisetempo in der Gruppe ist ein äußerst zufriedenstellendes. Unsere weitere Planung sieht vor, alle kurvenreichen Nebenstrecken der Nordvogesen auf unsere Tour abzufahren. Einen kurzen Stopp bei Château du Windstein wollen wir machen und auf die Ruine hinaufklettern, um die sagenhafte Aussicht dort zu genießen. Am Abend werden wir in La Petite Pierre, mein Lieblingshotel, ansteuern. Schwindelfrei sollte man schon sein, sonst wird das mit den in den Felsen gehauenen Stufen eine absolut schwierige Sache. Château de Windstein wurde das erste Mal 1205 erwähnt und soll, nachdem Wegelagerei vom Burgherrn betrieben worden sei, vom Bischof von Straßburg 1332 belagert und besetzt. Achim ist ganz begeistert und könnte sich hier das Leben als Burgherr mit Leibeigenen ganz gut vorstellen. Jetzt sind wir auf der Aussichtsplattform und haben, weil wir unser Hotel schon gebucht haben, richtig Zeit, um den Ausblick zu genießen. Die tiefer stehende Sonne wärmt angenehm und die vor uns liegende Landschaft lässt Urlaubsfreude aufkommen. Man merkt es den beiden an. Eine Pause zur richtigen Zeit am richtigen Ort bringt gute Laune. Ach, was ja auch ganz wunderbar ist, ist, dass noch keine Liga angefangen hat und ich ganz unbesorgt hier mitfahren kann. Die Zeit schritt voran und so langsam mussten wir uns auf den Weg zu unserem Hotel machen. Dieses Hotel kenne ich von vielen Vogesentouren. Ein Fahrbier auf der Terrasse mit Ausblick lässt erneut richtig Urlaubsstimmung aufkommen. Ein weiterer Grund, dieses Hotel zu besuchen, ist die gute Küche im Restaurant. Am nächsten Morgen besuchen wir in Nähe von La Petite Pierre das kleine Dörfchen Grauftal. Ich bin früher als begeisterter Motorradfahrer mit einem Blick der Bewunderung leider immer daran vorbeigefahren. Erst später entdeckte ich diesen besonderen Reiz dieses herrlichen Fleckchens Erde. Der Ursprung dieses Ortes im Zinseltal war im 12. Jahrhundert, als dort eine Benediktinerabtei gegründet wurde.
Der rote Sandstein mit den hier existierenden Felsspalten waren erst Lager für das Kloster, später aber wurden diese Lager in Wohnhäuser umgewandelt. Madeleine Ottermann und die etwas unfreundlichere schauende Katharine Ottermann waren die letzten Bewohnerinnen der Felsenhäuser. Dort gab es nie Strom, gab es nie Frischwasser, geschweige denn Abwasser. Und dennoch wurde die Katharine Ottermann immerhin 84 Jahre alt in diesen feuchten Räumlichkeiten. Das Klima ist an der roten Sandsteinwand so feucht, dass dort die Hortensien förmlich wuchern und uns auf der Bank zum Verweilen eingeladen haben. Hier wird die Funktionsweise der Schiffshebeanlage besprochen bzw. meinen Mitfahrern erklärt. Diese kannten die Hebeanlage, sind aber in der Vergangenheit auch immer daran vorbeigefahren. Das Becken, welches die Schiffe und Boote aufnimmt, ist mit einem Gegengewicht ausgestattet. Der Kniff der Ingenieure ist, dass bei Talfahrt im Becken der Schiffe geringfügig mehr Wasser drin ist als das Gegengewicht. Bei der Bergfahrt wird weniger Wasser in den Trog eingelassen. Somit zieht das Gegengewicht, das jetzt geringfügig schwerer ist, den Trog nach oben. Das Prinzip der Schwerkraft. Daher sind nur zwei schwache Elektromotoren mit je 120 PS zur Unterstützung notwendig. Gleich darauf liegt in unmittelbarer Nähe der Aussichtspunkt Dabo mit der dazugehörenden Kapelle oben auf dem Felsplateau. Hier entspannen wir und genießen die hervorragende Aussicht, die uns heute weit blicken lässt. Wir fahren auf der D44 mit schönen Kurven und angenehm kühl im Wald an dem kleinen Bächchen mit dem Namen Saar Rouge entlang. Im Nebental fließt die Saar Blanche. Die rote und die weiße Saar vereinigen sich zur Saar, um weiter oben in die Mosel zu münden. Die Strecke hier ist herrlich zum Motorradfahren. Die Temperatur stimmt auch, obwohl es Juli ist. Des Weiteren ist die Straße sowie der Belag und die Straßenführung optimal. Achim hat die Badehose eingepackt, eben weil es Juli ist und warm genug ist es ja eigentlich auch. Er will, wenn irgendwie möglich, bei diesem schönen Wetter in der Saar Rouge baden. Vielleicht finden wir ja eine zum Baden geeignete Stelle. Mal sehen. So machen Motorradausflüge Spaß, wenn man trotzdem die Zeit hat, einfach anzuhalten und sich zu erfrischen. Das Wasser ist kristallklar und laut Achim nicht zu kalt. Nach der Erfrischung geht es weiter, denn wir haben heute doch noch einiges vor. Motorradfahrer merken es. Jetzt, wo unsere Beate mit der GS das Tempo vorne bestimmt, geht es richtig gut zur Sache. Das zum Thema Frauen und Motorradfahren.
Programm auf einer Motorradtour durch die Vogesen ist unter anderem auch schon der Aussicht wegen das Kloster der heiligen Ottilie. Das Kloster wurde im 7. Jahrhundert von Odilia, der Tochter des fränkischen Herzogs Eticho, gegründet. Bis ins Mittelalter wurde dieses Kloster als reines Frauenkloster genutzt. Später wurde das Kloster nach der Gründerin und der Schutzpatronin des Elsass benannt. Da ich selbst kein Französisch kann, fällt mir die Aussprache des Originalnamens schwer. Dein heiliger Odilienberg, der heißt Mont Saint-Odile. Also nochmal, Mont Saint-Odile. Wir orientieren uns an der Aussicht, denn hier hat man einen grenzenlosen Blick auf die Rheinebene. Hier gibt es viele Gräber, die in den Fels gehauen sind. Diese stammen aus frühgeschichtlicher Zeit. Touristen fotografieren heute mit dem Handy, so auch Achim und Beate. Wir sind auf der Alm La Gagenais und werden unsere Tour ändern. Im Tal gibt es ein Hotel mit guter Küche. Erneut ein Grund, dort abzusteigen. Wobei dort erstmal das obligatorische Fahrbier auf der Terrasse getrunken wird. Die typisch elsässische Küche kann was und das Rindfleisch schmeckt hervorragend. Kontrollblick aus dem Fenster. Motorräder sind bereit. Heute wollen wir den kleinen und den großen Bällchen machen. Das Wetter bleibt gut, also los. Vor der Auffahrt zum großen Ballon hat unser Achim schon wieder Wasser geschnuppert und möchte die von mir als variabel eingeplante Zeit für sein Erfrischungsbad in Anspruch nehmen. Aufgrund der Temperaturen im Tal bekommt Achim hitzefrei. Auf dem Col du Petite Ballon. Wir sind relaxed und die rheinische Frohnatur von Achim schlägt durch. Man merkt es. Heute passt aber auch alles. Maintenant nous sommes sur le Col du Petit Ballon. Ja. Wir sind auf dem Le Petit Ballon und wir kriegen heute, so wie es aussieht, noch Gewitter. Aber endlich. Jetzt sehen wir von hier aus sogar die Rheinebene. Wir haben hier ein... Heute ist es aber auch die Rheinebene. Ja, ein sagenhaftes Panorama. Heute ist der Rhein im Osten. Gestern war er noch so. Im Westen. Den Col du Hunsrück in den Südvogesen darf man nicht vergessen. Er hat sehr enge, knackige Kurven und davon eine ganze Menge. Das Konzentrationslager Natzwiller lag auch auf unserer Route. Riquewihr, eines der schönsten mittelalterlichen Städtchen Frankreichs. Wir waren am Überlegen, ob wir diese Stadt tatsächlich besichtigen sollen. Ein beschauliches Städtchen in jedem Falle, aber unsere Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Die Stadt war von Tagestouristen überflutet. Der Dolder Wehrturm aus dem 13. Jahrhundert mit seiner schönen Fachwerkfassade schmückt den Stadtausgang des Oberdorfes. Wir fahren über das obere Stadttor in Riquewihr ein. Weiter durch den Dolder Wehrturm auf der Hauptstraße, die Rue du Charles de Gaulle heißt. Normalerweise ist diese Straße für Verkehr gesperrt. Nur, wer in Riquewihr ein Hotelzimmer hat, darf auch in die gesperrte Altstadt hineinfahren. Dies haben wir
bei der Gelegenheit gerne zur Filmaufnahme genutzt. Morgens ist normalerweise von den Tagestouristen noch gar nichts zu sehen. Wobei jetzt auch schon wieder die ersten asiatischen Touristen unterwegs sind. Wir fahren an mehreren Kneipen und Weinstuben vorbei, die wir am Abend zuvor alle besucht hatten. Der Besuch in Reykjavik lohnt sich dann, wenn man es nicht als Tagestourist, sondern als Gast mit Übernachtung besucht. Wenn die Tagestouristen abends dann weg sind, ist man erst in der Lage, dieses anheimelige Weinstädtchen zu genießen. Wir hatten gestern absolut gut gegessen und einen weinseligen Abend mit dem hier typischen Riesling erlebt. Mein Lieblingspass Col du Fouchy ist ein kleines Landstraßenpässchen, das mit Kurven und Steigungen aufwarten kann. Ein Vogesenurlaub ohne diesen Pass gefahren zu haben, ist zwischenzeitlich für mich ein sogenanntes No-Go. Zu Deutsch, dieser Pass gehört zu einer Vogesentour einfach dazu. Locker und relaxed fahren wir dieses Bergsträßchen ab. Heute geht's wieder in den Norden. Also sozusagen sind wir schon wieder auf dem Weg nach Hause. Es war eine gut gewählte Entscheidung, die Tour im Juli von Montag bis Freitag zu machen und das Wochenende gänzlich nicht für die Tour zu verwenden. Wir hatten ruhige, entspannte Verkehrsverhältnisse. An den Punkten, wo sich Motorradfahrer konzentrieren, war es auffallend ruhig und dadurch auch nicht gefährlich. So war es für uns eine super Motorrad-Reisequalität. So kann man die Vogesen besuchen. Das werden wir sicher noch einmal wiederholen. Fazit: Es war eine richtige Motorradtour mit guten Passagen und einer homogenen Truppe in Bezug auf Geschwindigkeit und Überholvorgänge. Motorradfahrer in Gruppen wissen um die Sensibilität dieser Angelegenheit. Von daher lief es bei uns so gut, dass das Filmen zu oft komplett in den Hintergrund getreten war. Trotzdem hoffen wir, dass euch, liebe Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, unsere Tour in den Vogesen gefallen hat. Macht's gut!